So, ich möchte in dem Video möglichst kurz erklären, wie man sich selber aus vorhandenen SVG-Dateien einen Experimentieraufbau oder einen Versuchsaufbau zusammenstellen kann, ohne dass man viel oder sehr viel Ahnung hat, wie das Ganze funktioniert. Ich habe zum Beispiel meine ganzen Zeichnungen, sofern sie eben nicht irgendwie Zeichnungen von anderen benutzen, hier bei OpenClipart hochgeladen. Und im Grunde genommen mache ich es sogar meistens so, dass ich, wenn ich selber was zusammenstellen will, mir die Zeichnungen von hier herunterlade, weil ich sie dann sogar eher finde als bei mir auf dem Rechner. Und ich habe mir bereits diese zwei Arbeitsblätter mit gemischten Laborgeräten mal heruntergeladen. Die sind also schon auf meinem Rechner. Das sind SVG-Dateien. Und wir gucken gerade noch ein paar anderen. Wenn ihr mich jetzt sucht, also wenn ihr meine Zeichnung finden wollt, dann könnt ihr das folgendermaßen machen. Wenn ihr auf der OpenClipArt-Seite seid, dass ihr, glaube ich, einfach nach meinem Namen sucht, also zum Beispiel Lachner. Und dann findet ihr üblicherweise irgendwelche Zeichnungen von mir. So, und indem man dann auf den Benutzernamen hier draufklickt, wird man dann auf die Übersichtsseite des Benutzers weitergeleitet und kann dann zum Beispiel hier See All Contributions und nicht nur eben die letzten, also einen Überblick bekommen, was ich so in letzter Zeit alles erstellt habe. So, und da habe ich eben zum Beispiel hier diese Arbeitsblätter mit den gemischten Laborgeräten genommen und möchte zum Beispiel noch gerne die Titration mit der Bürette dazu nehmen. Dann möchte ich gerne auch ein Rührgerät mit einbauen. Und da suche ich gerade mal, wo das ist. Ach, da haben wir hier eine Heiz- und Rührplatte. Ich öffne die jetzt gerade alle hier in Tabs nebendran, um das dann in einem Rutsch runterzuladen. Ich hätte hier noch Stativmaterial, wenn ich es brauche. Und wir nehmen vielleicht auf jeden Fall mal noch hier die Chemikalienflaschen. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Ein paar weitere Geräte, die habe ich aber, glaube ich, auf diesen gemischten Seiten drauf. So, wie geht es mit dem Runterladen? Und zwar habe ich jetzt hier eine Übersichtsseite zu der Zeichnung. Und da gibt es dann hier die verschiedenen Möglichkeiten, das herunterzuladen. Download führt dazu, dass dieses Dokument oder dieses Bild als SVG-Datei gespeichert wird. Und das ist genau das, was ich brauche. Deshalb mache ich das. Die anderen Bilder, die führen im Prinzip dazu, dass das Bild so, wie es hier ist, heruntergeladen wird. Und die unterschiedlichen Auflösungen führen dann dazu, dass ich entweder ein großes oder ein mittleres oder ein kleines Bild habe oder als, eben auch als PDF. Das brauchen wir aber nicht. Wir brauchen das SVG-Bild. Das sollte da jetzt eben auch vorhanden sein. SVG-Bilder werden meistens durch Vorschaubilder, also zumindest hier unter Linux ist das so, eben auch angezeigt, sodass ich auch sehe, dass es das ist. Dann fehlt mir noch die Heiz- und die Rührplatte. Also auch Download und noch die Chemikalienflaschen, die gemischten. So, jetzt können wir übergehen zu dem Inkscape. Inkscape ist ja ein kostenloses Programm. Das ist für die üblichen Betriebssysteme verfügbar, also jedenfalls für Windows und für Linux, für macOS glaube ich auch. Ich bin mir nicht sicher, weil ich da keinerlei Kontakt mit habe. Jetzt habe ich hier in meinen Dateimanager also die heruntergeladenen Bilder und wir fangen mal an, dass wir zum Beispiel hier dieses Dokument mal in das hier noch leere Dokument von Inkscape einfügen. Ich kann das also hier tatsächlich so machen, dass ich das einfach öffne, also reinziehe und dadurch da drin öffne, dann ist das eine Ergänzung in das vorherige Dokument. Das heißt, dass wenn ich vorher hier schon was hätte gezeichnet haben, also wenn ich schon was gezeichnet hätte, dann wäre das noch ergänzt worden, ne? An der Stelle, wo ich es quasi hinziehe.
So, und was jetzt eingefügt worden ist, ist ein Bereich. Man sieht hier, da ist ein Rahmen. Da habe ich beim Erstellen wohl den Fehler gemacht, dass hier irgendetwas Unsichtbares mit von mir gruppiert wurde. Und das wird dann eben hier als einen großen Bereich angezeigt. Was man aber eben zum Beispiel auch sieht, ist, dass das Ganze jetzt ein ganzes Bild zu sein scheint. Also ich kann nicht ein einzelnes Objekt oder anfassen, um dann eben es zum Beispiel in meinen mittleren Bereich zu ziehen. Was ich machen muss, ist hier die sogenannte Gruppierung aufheben. Dazu gehe ich auf Objekt. Wichtig ist, dass eben das, was ich das gruppiert ist, bei dem ich die Gruppierung aufheben möchte, dass das aktiviert ist. Also sprich, es ist so ein Rahmen dran. Und dann kann ich hier klicken auf Gruppierung aufheben. So, und dann sieht man jetzt also, dass ich lauter einzelne Objekte hier habe, die ich auch bewegen kann. Also zum Beispiel hier den Rundkolben mit einer Flüssigkeit drin. Was wichtig ist, ist das Ganze jetzt eine Gruppierung oder tatsächlich ein einzelnes Objekt? Und man sieht hier, wenn das aktiviert ist, da, das ist eine Gruppierung von zwei Objekten. Also das ist selber auch gruppiert. Wenn ich das so lassen will, dann brauche ich diese Gruppierung nicht aufheben. Nehmen wir an, jetzt hier dieses Beispiel, da habe ich, wenn ich das gerade mal zur Seite ziehe, da habe ich ja eine Abdampfschale mit Bunsenbrenner und Dreibein oder Vierbein. Von der Seite betrachtet hat es halt nur zwei. Und ich möchte gerne zum Beispiel was anderes da drauf haben. Also sprich, die Abdampfschale soll weg. Das geht jetzt hier momentan nicht. Aber auch das ist wieder eine Gruppierung von acht Objekten. Und ich könnte zum Beispiel die Gruppierung wiederum aufheben. Eine andere Möglichkeit, in diese Gruppierung reinzukommen, ist, dass ich doppelt auf dieses gruppierte Objekt klicke. So, was man jetzt wissen muss, ist, dass ich in dieser Gruppierung arbeite. Ich kann also jetzt momentan hier nichts machen. Beziehungsweise, wenn ich jetzt mal gerade hier anklicke, dann sieht man, dass da verschiedene Objekte drin sind, die ich jetzt auch getrennt anklicken kann. Ich kann aber nichts hier nebendran machen, denn das ist außerhalb dieser Gruppierung. Man sieht das auch hier, dass ich in einer Gruppierung drin bin, in der Gruppe mit der Nummer 6629. Oh, die liegt in dieser Hauptebene 1 drin. Wenn ich jetzt hier nebenan was machen will, dann wäre ich aus der Gruppe draußen. Das sieht man hier, dass da steht Ebene 1 und ich kann die einzelnen Sachen nicht mehr anfügen. Also üblicherweise, also was man generell natürlich machen kann, ist immer eine Gruppierung aufheben oder sagen, ich gehe in die Gruppierung rein, weil ich zum Beispiel hier diese Abdarmschale entfernen will. Da habe ich es gerade angeklickt und drücke die Entferntaste, um das rauszunehmen. Dann klicke ich nebendran, zum Beispiel Doppelklick, und dann ist diese Gruppe wieder geschlossen und ich kann sie als 1 bewegen. So, jetzt möchte ich zum Beispiel hier dieses Becherglas da draufstellen und dazu gucke ich gerade mal, wie das gruppiert ist. Ich probiere es einfach mal. So würde ich das Becherglas bekommen. Wenn ich aber vielleicht dieses Wasser damit haben möchte, dann ist das jetzt natürlich ungünstig. Ich nutze jetzt die Tastenkombination STRG und Z, um das Ganze rückgängig zu machen und markiere mir den Bereich, von dem ich etwas wegholen will aus dieser Zeichnung. Und da sind dann zunächst mal zum einen das Wasser da drin mit enthalten, aber auch dieser Bodensatz. Jetzt ist es so, dass es doch relativ klein ist. Wenn ich das Ganze vergrößern will, kann ich das machen, indem ich die Steuerungstaste, also STRG, drücke und mit dem Mausrad bei mir zumindest nach vorne gehe. Dann kann ich das etwas größer betrachten und auch ein bisschen genauer arbeiten. Umgekehrt, wenn ich das verkleinern will wieder, nutze ich die Steuerungstaste und das Mausrad nach draußen. Was übrigens wichtig ist, die Position, um die herum skaliert, also vergrößert wird, ist gleich der Mausposition. Wenn ich also hier vergrößern würde,
dann wäre eben das hier groß zu sehen, aber nicht das Becherglas, was ich bearbeiten will. So, jetzt möchte ich zum Beispiel hier unten diesen Bodensatz mal wegmachen. Wenn ich das jetzt anklicke, habe ich das Becherglas aktiviert. Wenn wir gerade zur Seite ziehen, sieht man, was da alles in dieser Gruppierung drin hängt. Steuerung Z, um das wieder rückgängig zu machen. Ich möchte jetzt den Bodensatz hier entfernen und da komme ich deshalb nicht dran, weil das Becherglas vorne dran liegt. Also man sieht einen kleinen Unterschied, ob das Becherglas drüber ist oder nicht. Ja, das ist ein bisschen bläulich. Und was ich machen könnte, ist natürlich das zur Seite schieben, aber das will ich eigentlich nicht, denn dann ist da mein Wasser wieder draußen. Wieder Steuerung Z zum Rückgängig machen. Was ich machen kann, ist hier einen Rahmen einfach mit diesem aktuell aktivierten Werkzeug, das sieht man da links, aufziehen. Und wenn ich Glück habe, kann ich auf diese Art und Weise gerade eben das darunterliegende Objekt markieren. Es ist so, dass in Inkscape man ein ganzes Objekt markieren muss, also durch Aufziehen von so einem Rahmen, um es zu markieren. Das ist in anderen Programmen anders. Auf jeden Fall kriege ich so eben das Ganze weg, ja, und könnte es zum Beispiel entfernen. Ich mache nochmal gerade rückgängig. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, ist zu sagen, das Becherglas, das ja vorne dran ist, das schicke ich in den Hintergrund, zum Beispiel hier damit. Und dann ist hier das Wasser und dieser Bodensatz vorne dran, sodass ich es eben aktivieren kann, klicken kann und entfernen kann. Jetzt habe ich das Wasser noch drin, das soll aber im Hintergrund, also hinter dem Glas sein und dann drücke ich wieder hier drauf, um es nach vorne zu holen. So, was jetzt mich so ein bisschen stört, ist, dass die Sachen zwar einzelne Objekte sind. Ich möchte gerne dafür sorgen, dass die nicht untereinander verrutschen. Dann markiere ich den gesamten Bereich, sodass beide Objekte markiert sind und aktiviert sind und gehe auf Objekt und Gruppierung. Und dann sieht man, dass das also nicht mehr untereinander verrutscht. So, und dann kann ich Steuerung Mausrad benutzen, wieder ein bisschen rauszoomen und dann zum Beispiel hier mein Becherglas darauf platzieren. Wenn ich genauer hingucken will, wieder reinzoomen, um das Ganze schön zu platzieren. So, und dann habe ich schon ein Becherglas da drauf. Jetzt möchte ich ein bisschen anders was noch machen. Ich hatte ja zum Beispiel eine Rührplatte, die füge ich gerade mal hier irgendwo ein. Und ich hatte die Titration, die ich auch noch hier einfüge. So, ein gewisses Problem sind die Größenunterschiede. Ich habe mich zwar bemüht, das im Allgemeinen so zu machen, dass es relativ gleich aussieht oder auch die gleiche Größe hat, aber gerade die Sachen, das sind auch relativ frühe Werke und da kommt es eben vor, dass die eben die falsche Größe haben, die nicht so genau zueinander passen. Hier, das passt ja durchaus. So, jetzt möchte ich gerne dafür sorgen, dass zum Beispiel diese Heizplatte unter dem Erlenmeyer-Kolben ist und das ganze Muster dann natürlich ein bisschen nach oben geschoben werden und vielleicht sollten wir auch das Stativ ein bisschen verlängern. Ich ziehe gerade mal die Heizplatte hier nach unten und tue es ein klein wenig vergrößern. So, im Grunde genommen kann ich jetzt natürlich einfach diese Heizplatte kleiner machen. Wir probieren das gerade mal. Wichtig ist, damit ich das nicht verzerre, weil das würde dann doof aussehen, dass ich jetzt die Steuerungstaste wieder drücke. Die ist also sehr wichtig, die Steuerungstaste. Und das Ganze jetzt verkleinere. Und man hat gerade gesehen, dass die Ränder und auch hier diese Linien zum Beispiel relativ dick geworden sind. Das sieht nicht so sonderlich gut aus. Ich mache es gerade nochmal rückgängig mit Steuerung und Z. Da sieht man jetzt erst recht, wie das aussieht. Da geht es darum, dass hier
die Liniendicken beim Skalieren nicht mitverändert wurden. Da muss man im Prinzip darauf achten, soll es kleiner, also soll es dicker oder dünner werden oder nicht. Wenn es sich anpassen soll, also dass das Verhältnis von Liniendicke zur Zeichnung, wenn das gleich bleiben soll, muss ich hier mit diesem aktivierten Werkzeug diesen Modus aktivieren. Der ist leider aufgrund irgendeinem Fehler bei mir, also da ist nicht der Text zu sehen. Auf jeden Fall steht dann hier, dass quasi die Linien sich anpassen, sodass das Verhältnis zwischen Gesamthöhe und Liniendicke also gleich bleibt. Und wenn ich das jetzt mache, dann sollte das Ganze also vom Aussehen her gleich bleiben. So, jetzt muss ich das natürlich noch nach oben schieben. Was man im Prinzip erstmal gucken muss, wie ist das Ganze gruppiert, bevor man da also irgendetwas verschiebt. Hier ist es also so, dass ich das ganze Bild gruppiert habe und diese Gruppierung hebe ich auf, weil ich hier auch ein neues Bild einfüge und von daher hebe ich die Gruppierung lieber auf. So, jetzt habe ich, mal gucken, immer noch ein größeres Objekt. Da habe ich wohl eher was doppelt gruppiert. Das ist aber ja nicht so schlimm. Also nochmal Gruppierung aufheben. So, und jetzt sieht man schon ein bisschen mehr. Ja, es sind lauter einzelne Objekte. Hier ist zum Beispiel die Skala. Die soll natürlich auf der Bürette draufbleiben. Und wir haben hier den Halter. Der ist auch komplett. Das ist ganz gut, weil dann kann ich ihn zum Beispiel erstmal zur Seite schieben. So, die Bürette, die besteht aus einzelnen Bestandteilen. Ja, das sieht man. Das ist ein bisschen ungünstig. Deshalb ziehe ich mal den Erlenmeyer-Kolben zur Seite und gruppiere die gesamten Bestandteile der Bürette, sodass sie nicht untereinander verrutschen können. So, jetzt möchte ich das Ganze weiter nach oben haben, sodass ich das Rührgerät hier auf den Stativfuß draufstellen kann und dann den Erlenmeyer-Kolben draufstellen kann. Ich könnte das natürlich einfach nach oben verschieben. Steuerung Z wieder rückgängig. Ich mache das aber nicht, weil ich möchte gucken, dass diese Halterung auch weiterhin hier passt. Und da müsste ich nach der Entfernung gucken, dass das stimmt weiterhin. Deshalb mache ich Folgendes. Ich nutze einfach die Pfeiltaste, um das Ganze nach oben zu bewegen. Die Schritte sind relativ klein. Man kann einfach ein bisschen länger drücken, bis das dann so einigermaßen passt. Jetzt stelle ich mal das Rührgerät drauf. So ungefähr. Ja. Und der Erlenmeyer-Kolben, der wird, ja, der passt sogar eigentlich jetzt schon. So. Okay. Das ist im Prinzip schon gar nicht so schlecht. Jetzt ist das Problem, dass ich könnte natürlich hier die Bürette hier unten befestigen. Das sieht aber nicht so hübsch aus. Ich möchte gerne diesen Stab verlängern. Auch was habe ich denn hier? Da steht Rechteck, das ist ein Rechteck. Wir probieren gerade mal, wie es ist, wenn ich das in die Länge ziehe. Und das hat eigentlich soweit ganz gut funktioniert. Das Problem oder ein Problem, was entstehen kann, ist, dass hier die Rundung sich sehr verändert. Hier muss ich im Prinzip dann auch wieder dieses hier, in diesem Fall das zweite, aktiviert haben, dass die Rundung hier beim Verzerren, also ich tue es ja nicht insgesamt vergrößern, sondern nur verzerren, dass das gleich bleibt. Und dann habe ich eben einen höheren Stativ, eine höhere Stativstange und kann dann meine Befestigung hier darüber liegen. So, sollte halt natürlich passen. Eventuell, wenn ich da irgendwas verändert habe, muss ich das halt notfalls rechts, links anpassen. So, und dann habe ich hier meine Titration auf dem Rührgerät. So, jetzt bin ich gerade, wo sind wir denn? Man könnte jetzt hier in der Zeichnung noch ein bisschen was anpassen, dass man sagt, ich
mache hier vielleicht grün, dass man sieht, das ist an. Ich denke aber, das ist nicht unbedingt notwendig. Was mir gerade hier auffällt, ist, dass der Erlenmeyer-Kolben leicht schief ist. Ich würde sagen, das lassen wir aber, machen einfach die Lücke hier ein bisschen zu. So, und dann hätte ich hier zum Beispiel einen kleinen Versuchsaufbau. Wenn ich sagen, ich möchte gerne das Ganze zusammen haben, würde ich also einzelne Bereiche auf jeden Fall für sich gruppieren. Ich habe jetzt gerade die Tastenkombination Steuerung G genommen, weil das schneller geht, als ins Menü zu gehen. So, das da gruppiere ich auch. Also das Becherglas mit dem unteren Steuerung G. Und dann kann ich das zum Beispiel auf die gleiche Höhe stellen. Man könnte natürlich jetzt hier noch irgendwelche anderen Sachen reinnehmen. Habe ich hier noch irgendwas gehabt, was ich gebrauchen könnte? Ah, eine Chemikalienflasche wollte ich noch nehmen. Jetzt schaffe ich gerade mal ein bisschen Platz, damit ich dieses Bild noch einfügen kann. Und auch hier habe ich jetzt wieder eine Gruppierung, die ich aufhebe, damit ich da einzelne Sachen nehmen kann. Ja, wie zum Beispiel jetzt die Schwefelsäure. Könnte ich das hier nehmen? Man sollte nicht zu hektisch zur Seite ziehen, sondern gucken, dass das funktioniert. Was jetzt natürlich zu sagen ist, dass wieder hier die Größe nicht ganz passt. Ich würde es gruppieren und ich würde auf jeden Fall das ein bisschen kleiner machen, dass das von der Größe her angemessen ist. So, das kommt vielleicht so ungefähr hin. So, wenn ich will, ich hebe die Gruppierung nochmal gerade auf, könnte ich zum Beispiel jetzt hier diesen Deckel auch zur Seite stellen. Ich weiß nicht, ob man ihn so hinstellt oder man dreht es zum Beispiel um. Hier 2 mal 90 Grad, dass es auf dem Kopf steht und stellt es nebendran. Vielleicht auch eine Bürette noch. Ich habe hier bei diesen Chemikalienflaschen das Ganze also so gemacht, dass man das also schön auseinandernehmen kann. Man könnte auch zum Beispiel hier, das ist jetzt eine Gruppe von 2 Objekten, ich denke, das ist Text unter anderem. Und diesen Text, da könnte man eben dann zum Beispiel, ich habe jetzt einfach immer nur mehrfach draufgeklickt, ja, damit ich also die Gruppierung öffne und könnte dann zum Beispiel hier Salpetersäure schreiben. So, und schon habe ich das Ganze geändert. Ich klicke jetzt mehrfach nebendran, um das wegzubekommen. Jetzt ist noch der Deckel hier. Nehmen wir mal an, ich will den, dass der auch nebendran liegt. Dazu lege ich es oder tue ich es erstmal ein bisschen zur Seite ziehen. Und wenn ich es einmal angeklickt habe, so ein Objekt, kann ich ja die Größe verändern. Das will ich natürlich nicht. Steuerung Z rückgängig. Wenn ich nochmal draufklicke, kommt aber jetzt hier so ein Drehensymbol. Und da kann ich dann zum Beispiel so drehen, dass ich quasi das hier flach hinlegen kann, nebendran. So, und man könnte jetzt natürlich zum Beispiel noch irgendwas ergänzen, wie eine Pipette. Das habe ich jetzt hier nicht dabei. Ist, glaube ich, in dem anderen in dem anderen Dokument mit drin. Moment, das war hier. Ziehen wir es mal da rein. So. Da das hier gruppiert ist, kann ich es relativ problemlos zur Seite ziehen und mir dann zum Beispiel hier nach Aufhebung der Gruppierung dann diese Pipette herausziehen, um sie auf die oder über die konzentrierte Salpetersäure zum Beispiel jetzt zu markieren.
So, nehmen wir mal an, das ist jetzt ausreichend. Man kann durchaus, ich lösche das mal, weil ich es nicht brauche, man kann jetzt durchaus zum Beispiel hier das Ganze markieren. Das soll jetzt die ganze Zeichnung sein, die ich zum Beispiel irgendwo verwenden will. Dann könnte ich das gruppieren. Und meistens sollte das klappen, dass ich das zum Beispiel in ein Textdokument einfüge. Wir probieren das gerade mal. So, wenn ich das in das geöffnete Textverarbeitungsdokument einfügen will, würde ich es auf jeden Fall gruppieren und entweder Rechtsklick kopieren oder eben die Abkürzung Steuerung C. Das benutze ich eigentlich immer und gehe dann, nachdem ich jetzt gerade Steuerung C gedrückt habe, hier rein und Steuerung V wie einfügen und schon habe ich mein Bild da eingefügt. Und das Bild ist jetzt eben für sich zusammenhängend. Ich glaube, das sollte eigentlich auch gehen, dass man das quasi nicht kopiert und so reinfügt, aber zur Sicherheit würde ich es schon machen. So, man kann das Bild jetzt natürlich noch ein bisschen verkleinern, wenn es einem zu groß ist. Ja, und dann hat man ein sehr hübsches Bild mit einem Versuchsaufbau, wo man wahrscheinlich gar nicht mehr so viel dazu erklären muss, wenn das gut dargestellt ist. Ein kleiner Tipp noch abschließend, wenn man sich das Ganze jetzt speichern möchte. Der Vorteil ist ja von diesem SVG-Dokument, dass man das bearbeiten kann. Und wenn ich das hier abgespeichert habe, kann ich es nicht mehr bearbeiten. Also glaube ich jedenfalls. Nee, geht nicht. Also man kann in diesem Fall bei LibreOffice das Bild beschneiden oder skalieren oder so etwas ausrichten, aber ich kann nicht mehr die einzelnen Objekte verändern. Deshalb sollte man das am besten also für sich abspeichern. Eins ist klar, denke ich, ich würde auf jeden Fall mal alles, was ich hier nicht mehr brauche, entfernen. Da das einzelne Objekte sind, muss ich sie insgesamt markieren und mal wegnehmen. So, dann ist ja hier ein Hintergrund, eine Seite angegeben. Ich könnte jetzt natürlich das Ganze verkleinern, dass es da drauf passt. Man muss dazu wissen, dass das, was hier jetzt zu sehen ist, quasi der Druckbereich ist und auch der Bereich, der in einer Vorschau gezeigt wird. Egal, ob ich so abspeichere oder, wie ich jetzt gleich zeige, anders. Das Bild an sich bleibt immer drin. Also die Inhalte, auch die hier nebendran sind, sind immer vorhanden. Es kann nur eben, es wird nur ein bisschen anders dargestellt. Was ich machen kann, um das optimal darzustellen, da würde ich raten, dass man eben hier auf das Menü Datei geht und Dokumenteinstellung. Hier haben wir es. Und da findet man Änderung der Seitengröße auf Inhalt. Das ist eben genau das, um was es geht. Das heißt, meine Seite, die momentan halt DIN A4 Größe ist, wird quasi auf meine Zeichnung angepasst. Und dann könnte ich entweder Abstand, also oben und unten Rand einstellen. Zum Beispiel könnte ich überall 10 Pixel, glaube ich, das ist hier die Größe Millimeter. Okay, also 1 cm als Rand vorgeben. Und wenn ich das drücke, dann sieht man hier, dass sich die Seite an mein Bild angepasst hat. Hier habe ich wohl irgendwo noch etwas, was ja ein unsichtbares Objekt ist. Weshalb hat sich das so angepasst? Wenn man das mal entfernen will, hebe ich die Gruppierung nochmal auf und markiere hier oben etwas und da sieht man, da ist irgendetwas nicht wirklich Sichtbares. Wenn ich das lösche, nochmal gruppiere und nochmal auf Dokumenteinstellung gehe, dann wird das also tatsächlich so angepasst. Den Rand, den muss man nicht machen, könnte man. So, und wenn ich das jetzt abspeichere, dann sehe ich eben auch in der Vorschau das Bild, was ich da habe. Das machen wir gerade mal. Speichern unter dem Download, in dem Download-Verzeichnis. Mal hier. Wir lassen einfach mal Zeichnung. So, das ist jetzt abgespeichert.
Und im Download-Verzeichnis sieht man hier meine Zeichnung, die ich gerade eben erstellt habe. Wie gesagt, wenn ich das mit dem Hintergrund gelassen hätte, wie es vorher gewesen ist, dann wäre hier der Rand quasi nicht in diesem Vorschaubild zu sehen gewesen. Tatsache ist, dass es auf jeden Fall eigentlich gar nicht so schwer ist, auch wenn man wirklich nur ein Bild neu zusammenstellt. Wichtig ist eben dieser Begriff Gruppierung, mit der Gruppierung arbeiten, und ansonsten kann man einfach die vorhandenen Zeichnungen, die ich da habe, nutzen, um eben sein eigenes Bild zusammenzustellen. Ich hoffe, das klappt. Wenn es nicht klappt, einfach mal nachfragen. Da gibt es garantiert Hilfe.